Herzlich willkommen bei Gameplay Deluxe. Hier ist wieder euer Zocker Andi. Wir spielen heute GTA 5. Oh Mann, am PC. Diese Karre hat ein Kurvenverhalten, bis die sich umdrehte. So, wir müssen da irgendwie rauf. Weil da links ist diese Mission. Komm, verpiesel dich. So, und zwar hier irgendwo. Genau hier. Yo, was geht ab? Du? Nö, du nicht. Du bist ein Pisser. So, was ist hier? Begib dich zur Spitze des Messias, da ist um die Mission zu beginnen. Jo, wenn mir einer sagt, wie ich da hinkomme. Ist ja schön, aber ich komme nicht rein. Alter. Macepain. Ja, wie komme ich denn da rauf? So mit dem Flugzeug hin oder was? Da brauche ich einen Heli. Sonst komme ich da nicht rauf. Wie soll ich klettern oder was? Mann, Mann, Mann. Wie soll ich denn da rauf in das scheiß Gebäude? Komm, verpiss dich. Geht's hier irgendwo nach oben auch? Oder rein, dass ich mit Aufzug rauf kann? Das wäre schon mal ein Hit. Nee. Das ist verarsche, die Mission. Da kannst du nur mit einem Heli rauf. Ja, und weil ich jetzt natürlich einen Heli habe, ne? Weil ich einen Heli gerade parat habe und so, ne? Kannst du vergessen, die Mission, die ist nicht machbar. Da muss ich mit einem scheiß Heli rauf und wie gesagt, ich habe keinen Kack-Heli, also von daher kann ich nicht machen. Sowas geht mal am Arsch, da baut man doch einen Aufzug oder irgend sowas, dass man rauf kann. Was ist denn das für ein Bullshit, Leute? Also die Mission haben sie verkackt, ey. Das ist so wirklich geistig, ey. So, gib der Karre her. Verpiss dich. Machen wir die letzte Mission, da weil ich gerade da bin, dann brauche ich nicht so weit. Schöner Jump! Brauche ich nicht so weit fahren. Aber Leute, das geht mir jetzt richtig am Arsch, dass ich da nicht hoch kann. Weil da wollte ich gerne rauf. Und wie soll ich denn da rauf, ey? Rein kannst du nicht in das Kackgebäude. Heli habe ich keinen. Also, nicht machbar derzeit. Ever heard of Jackson Skinner? He's head of product development at Facade. Man, we must read different magazines. And the bastard made a fortune selling customer data to the highest bidder from Moscow to Tehran. He's handing it to the cyber terrorists on a fucking silver platter. Okay, dog, chill. Shit, chill. I got you, man. What's the play? I'm reliably informed that he has a weakness for working girls. There's a regular he likes to pick up in La Puerta. You stake her out and she should lead you to Skinner. I'll send you the location. Meanwhile, maybe I'll take another look at the fruit share price. All right, homie. I'll be in touch. Okay, beobachte die Prostituierte. Also, wo ist die Note? Wer spielt denn hier so blöd? Ist das der da? Ja, der da. So, wir sollen die Note beobachten. Das schaffen wir noch. So, ihr verpieselt euch bitte. Weg da! Ich hab Vorfahrt. Oh, die ist aber weit weg. Da müssen wir hinfahren. Fahren wir hier, das geht zackiger. Weg da! Ja, die Karre ist zwar ein bisschen schwerfällig, aber noch gescheiter wie die letzte. Dieses klobige, viereckige Ding da vorher, das war Wahnsinn. War nicht so der Burner. So, wie sieht's jetzt aus? Wir müssen... Wo genau? Da. Und links. Okay. Und die Nutte beobachten. Das schaffen wir, denke ich. Nutten beobachten immer gut, aber nicht nur beobachten. Alter, geht's noch gut? Bleib in deiner Spur, du Sack. Pisse. So ein Pisser. Nochmal Motherfucker und ich hol die Knarre raus, Junge. Sau, ey. Nennt mich der Motherfucker, der Arsch. Silber Motherfucker. So, beobachten. Damn, that must be my girl. Hi there, beautiful. You want a party with me? Not today, honey. I'm waiting for someone. Achso, warte mal. Steigt in den Wagen der Zielperson, warte bis sie es tut und erledige den Fahrer. Okay. Fahren wir auf die Seite, das könnte ja der sein, dass der Depp vorbeifahren kann.
So, was nehmen wir für eine Knarre? Dann nehmen wir das da. Das geht sicher gut. Hey, what up, girl? You won't get down? Not today, honey. I'm waiting for someone. Whatever. You ain't nothing. I'm out of here. Stecken wir uns hier, dann sieht er uns nicht. Das sieht ja überhaupt nicht verdächtig aus. Scheiße, ich sitze hier wirklich so verblödet. Hm, wo bleibt er? Oder soll ich sie mitnehmen? Nö. Jetzt kommt was. Boah, ist das eine hässliche Karre. Hey Baby, what can I get for 10 bucks? You can get the bus home and jerk off thinking about me. Get the fuck. So schaut er aus, die Karre. Was ist das denn für eine Karre? Das ist es. You miss me? I was starting to think you weren't coming. Ich hab's! So, hau mal ab! Den haben wir's gegeben. Wir sollen hier abhauen, dann gehen wir da rüber. Abkürzungsversion, das ist zwar die falsche Richtung, aber das ist mir wurscht. Oh, wir können auch hier fahren. Oh, was ich jetzt anfahre heute, Leute! So, aber das sollte hinhauen hier. Ja, BÄM! Aber das war nicht schwer zu erledigen. Easy Mission. Hey man, I'll wipe that software for you. Ah, excellent news. I'll speak to you soon. Und bestanden. So, wie sieht's aus? 100% sogar erreicht. Coole Sache. So, easy peasy würde ich sagen. Und wir schauen, weil irgendwelche Aktien müssten abgestürzt sein auf das hin, glaube ich. Das ist immer so bei Attentatsmissionen. Ich hoffe nicht meine. Mal gucken. Märkte. Aber der Live-Invader ist ja tief im Arsch. Ich meine, wird's aber besser. Der geht nach oben. Yeah! Woohoo! Wir haben zwar Minus noch. 93. Bei wie viel habe ich den eigentlich gekauft? Das weiß ich nicht recht. Es ist blöd, dass das nicht da steht. Ich habe es gut verschiedene Preise. Aber bei 99 werdet ihr da nicht gekauft haben. Das gibt's doch gar nicht, Leute. Letzter Durchschnitt 92. Hm. Wert? Maximum. Aber da war schon mal mehr wert. Ich glaube, hier habe ich den gekauft und dann ist er ins Bodenlose gefallen. Aber er ist schön rauf, hängt vielleicht sogar mit dieser Attentatsmission zusammen. Wer weiß, wer hupt denn da hinter mir? Das kann ich auch hupen. So. Ich stehe aber auch ein bisschen beschissen in der Kreuzung hier. Da komme ich nicht hin, das haben wir ja schon versucht. Das kann ich gleich wieder lassen. Ich weiß nicht, wie man da raufkommt, Leute. Da brauche ich einen Heli. Anders geht es nicht. Leider, leider, leider. Da ist wieder eine Lester-Mission. Machen wir gleich die nächste. Why not, Leute? Why not? Attentate hoch 10. Wir erschießen alles und jeden. Ich bin ein verlässlicher Killer. Ja. Gibst du mir einen Auftrag, schieße ich ihn um. Ganz einfach. Ist so 100% seriös. Wenn ein Killer seriös sein kann, ich bin's. So, fahren wir auf die Schienen. Das müsste gut gehen. Wie weit haben wir noch? 1,3 Kilometer. Schaffen wir, schaffen wir. Boah, verpiss dich hier. Fahr mal ja nicht rein, du Sauhund. Ja, das ist das Problem. Ich weiß nicht. Oh, verpissel dich. Wie ich auf dieses Gebäude darauf komme. Sonst würde ich die Mission sehr gerne machen. Aber das ist scheiße, weil ohne Heli kommst du da nicht drauf. Und ich habe keinen Heli, Leute. Jump. Oh, kleiner Jump. So, jetzt aber. Jump, 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 komm. Jump! Auch kleiner Jump, aber immerhin einer. Vollbremsung. So. Da vorne ist unsere Mission. Da schaut ihr, ne? Da schaut ihr, ne?
Bis neben. Kommt der jetzt her? Hä? Ja, der will was von mir jetzt, geil. Jetzt sind die sauer. Na gut, dann. Er ist deppert geworden, Leute. Ich hab nur gehupt. Das ist ja wohl legitim. So, schau mal wegen Auftrag hier. Hier klingelt's. Oh, sollte die Waffe weg. So who the fuck don't you like today? Guy's called Isaac Penny, ruthless vulture capitalist, about to take a controlling interest in Vapid Motor Company and sell thousands of workers down the river. Penny's one of those tight-fisted billionaires, rides the same bus to and from work every day. I was thinking you could take over the route and... Drop the ass off where he needs to go. I got him. Good. One thing. If I was you, I wouldn't buy any Vapid stock until the acquisition falls through. So, Vapid-Aktien soll man nicht kaufen. Schauen wir mal, was diese Vapid-Aktien sind. Interessiert mich jetzt. Wie sieht's hier aus? Oh, es geht. Wo ist Vapid? Gibt's überhaupt? Ich sehe hier keine Vapid-Aktien. Hä? Bin ich blind, Leute? Ich sehe hier keine Vapid-Aktien. Was war denn das für eine Ansage? Komisch, komisch, komisch. Muss irgendwas anderes sein. Haben wir verlesen oder keine Ahnung? So, wir übernehmen jetzt diesen Bus. Die Karre ist doch cool. Ist das ein Cabrio? Nee, oder? Nö, ist kein Cabrio. So, dann fahren wir da rüber. Den Bus abholen. Geh mal weg da. Oh, really sorry. Oh, der fährt gut. So, ich fahre da geradeaus, das geht zackiger. Schnappen wir uns jetzt diesen Bus da vorne. So, die Karre fährt cool. Da hat einer ein Cabrio gemacht. Hast du gesehen? Geil. Haben sie schon cool hingekriegt. So, wir sollen über die Brücke da, nehme ich an. Irgendwie müssen wir da rüber kommen. Aber wir könnten auch... Abkürzung können wir nicht nehmen. Ja, das ist extra. Haben wir da... Ich suche immer nach Abkürzungen. Da ist eine Abkürzung. Ja, Stunt, ein weiterer. Das ist schon geil, wo man überall drüber jumpen kann. Wow, wow, wow. Geil hoch und bäh. Aufgekommen. Yeah, what the jump. Und gleich weitergefahren wird. Das sind professionelle Fahrer. So, der Bus gehört mir. Brauche ich nicht mehr aufhalten. Den schnappe ich mir einfach. Jetzt können wir Bus fahren. Das wollte ich die ganze Zeit schon machen. Geil. Boah, der hat eine coole Hupe. So, fahr zur Haltestelle und Zielperson und so. Karre im Weg. Ich nehme an, der Bus kann randaliert werden, aber okay. Im Bus kannst du alles auf die Seite räumen, ist der Vorteil. Zack! Bam! So, warte mal, hier ist die Haltestelle. Ups! Jetzt habe ich das übersprungen, leider, Leute. Sorry, ich habe die Zwischensequenz jetzt übersprungen. Ich habe gebremst mit Leertaste und das ist leider Gottes überspringen. Dafür seid man nicht zu sauer. Was denn? Ich look doch out. Hab dich doch schön getroffen. So. Links rüber. Alles, was im Weg ist, fliegt. Oh, den muss man hin. Jo, der kann auch ein bisschen driften, aber ganz wenig. So, da sollen wir hinfahren. Damn, would it kill you people to crack a smile? Lol. Ja, fahren wir ein bisschen eine Bustour. Weg da. Jesus, have you been drinking? Nee, noch nicht, aber bald. Wenn er mich schon so fragt. Achso, da ist ein Stück noch vor. Okay. So, jetzt. Get in, we're running late. Jo, ich fahre einfach meine Haltestellen ab. Kein Ding soweit. This driver is a fucking... Ja! Und wie? Aber ich bin auch pünktlich immer, weil ich fahre einfach alles nieder. Rote Ampel? What the fuck sind rote Ampel? Oh.
Immerhin komme ich überall schön durch, das muss man auch sagen. Oh, holen. Kann man sich ein bisschen zusammenreißen. Well, you're late, late, late. That'll be 150. Mr. Penny, ain't it? Barak, forget about it. Spendthrift. Was sind die jetzt? Will jetzt nicht rein oder was? Schalte die Zielperson aus. Mit dem Bus. Oh. Da ist er mit dem Fahrrad noch schneller, wie ich mit dem Bus. Na gut. Gut, wir haben ihn. Jetzt haben wir ihn. Just business shit, you know how it is. Jetzt haben wir ihn, allerdings werde ich mich jetzt hier verpieseln, weil die Bullen werden gleich kommen. Mal um die Ecke. Wir müssen hier weg. Wir müssen hier weg. Ich werde mich jetzt hier verstecken, bis es mit den Bullen vorbei ist. Die Karre ist cooler, die andere leichter zum Fahren wahrscheinlich. Ich warte jetzt hier, bis die Sterne weg sind und dann haben wir's. Schön hier hinten verstecken, da sieht uns keiner. Jawohl, haben wir schön gelöst, Leute. 1A professionell. Nö, aber ernsthaft, Leute, das ist doch super. Das hat doch super funktioniert, kann man doch nichts sagen. Unseren Auftrag erledigt. Zweimal. Einwandfrei. Lässt da schon wieder was für uns. Ja, wie viele Leute soll ich denn noch umlegen? Aber okay, ich lege gerne Leute um. So, bremsen wir mal. Jetzt interessiert mich aber, wie der Aktienmarkt reagiert. Weil irgendeine Aktie musst du jetzt runter sein. Hoppala, essen, trinken wollen, ne? Merkt ihr. Startseite, gibt's hier irgendwas? Rye. Rye ist es vielleicht. Ist das dieses Rai da? Wo ist dieses Rai? Hier gibt es kein Rai. Raine vielleicht. Raine wird da gemeinsam. Ne? So, wie schaut es bei meinen aus? Oh, die gingen schon wieder nach unten zu. Nein. Ach, Leute. Aber hey, ich kriege hier Kohle. Ich kaufe aber auch immer mehr von dem Scheiß, in der Hoffnung, dass die mal richtig raufgehen und nicht immer runter. Ah, da haben wir ordentlich Minus gemacht. Da habe ich mich verschätzt, das muss man sagen. Und Lester hat schon wieder einen Mordauftrag. Wie viel hatten der noch? Aber mir recht, kein Problem. Lester, ich komme. So Leute, ich möchte nur was dazu sagen, jetzt wegen diesen Attentatsaufträgen. Ich weiß, da kann man viel Geld verdienen und so, aber ich habe schon mal gesagt, ich will da nicht spoilern und mir Geld erschummeln, indem ich einfach schaue, was wird steigen oder so. Ja, also ich mach's da lieber ehrlich. Ich weiß, ich verliere sogar Kohle. Aber mein Ziel ist es nicht, alles zu kaufen oder so, sondern Spaß haben mit euch, ja. Wow! Mit meinem Fahrstil werdet ihr sicher Spaß haben, wenn ich mir das so anschaue. Und ich will da nicht mich selbst bescheißen, indem ich mir irgendwie, ich will nicht sagen, Geld ercheate, aber wenn ich jetzt nachschaue, was wird steigen, ja, dann ist es wie eine Information holen, die ich normal nicht hätte. Ich würde nicht sagen, dass es Cheaten ist, aber will ich nicht haben. Ja, ich spiele da lieber ehrlich für mich durch und wenn ich die Kohle nicht irgendwie anders kriege, gut, dann kriege ich sie halt nicht. Ist ganz einfach. Ich hoffe, das ist okay für euch. Wenn nicht, kann ich es nicht ändern. So. Okay. Alester redet mit mir nur am Telefon hier irgendwie. It's me, dog. Where we at? We're at Enzo Benelli, mafia guy turned real estate developer. He's bullied his way onto half the building contracts in Los Santos. Extortion, murder, labor racketeering, you name it. There's not a construction worker in town earning a livable wage right now, and Gold Coast Development is about to go under. And let me guess, you got a personal interest in Gold Coast, right? Anyone think you'd done this before? According to Benelli's cell phone, he's at the construction site downtown. It's done. One small problem. My source squealed. Benelli's expecting a hit. Watch yourself and go equipped. You'll have a lot of muscle. Okay, es gibt eine wilde Schießerei. Da sind wir auf jeden Fall dabei. Da freue ich mich drauf, Leute. Aber wie? So. Meine geklaute Karre. Ist auch eine gute Aussage. Meine geklaute Karre. Also der LKW, da schaut er den an. Die KI ist hier auch eine Wildsau auf der Straße. Kommt aber nicht raus, offensichtlich. So.
Es ist nur ein Kilometer, also nicht das weiteste der Welt. Nehmen wir gleich hier diese Abkürzung. Verpieselt euch! Will er mich nicht vorbeilassen, so ein Sauhund. So ein Sauhund! So. Schön geradeaus. Richtung geradeaus. Nur weg da, ich stehe nämlich nicht bei Rot so wie hier. Ich bin kein Rotsteher. Mistköbel, verpissel dich. So Leute, direkt geradeaus ist unser Auftrag. Und wir machen weiter im nächsten Part, Leute. Bis dann. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andy Let's Play. Tschüss.